hier fertig. Die Rebellen können ihren Nachschub später holen. Subi. Na, wenigstens haben wir uns einen Hubschrauber hier hingestellt. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Och, hier sind wir. Boah, ist ja ewig weit weg, Mensch. Gut, dann ganz schnell wieder zurück. Achso, muss ja einen Punkt setzen, ne? Und zwar gehen wir jetzt da oben hin. Oder holen wir erstmal die Informationen? Ne, die hole ich mir, wenn ich wieder alleine. Wir wissen, wo La Santeras Hauptkapelle ist. Sie selbst ist vielleicht nicht da, aber El Sueños Bibel. Wir wissen, wo La Santeras Hauptkapelle ist. Achso. Sie selbst ist vielleicht nicht da, aber El Sueños Bibel soll dort aufbewahrt werden. Falls wir La Santera nicht kriegen, nehmen wir uns eben, was geht. Genau, so machen wir das. Und ich würde sagen, 10 Kilometer, da wir jetzt nicht die ganzen Folgen jetzt so die Länge ziehen wollen, werde ich das jetzt schneiden. Und wenn ich dann so 1 Kilometer vor dem Ziel bin, bin ich wieder da. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. So, dann gucken wir mal. Oh oh. Nein. Dann gehen wir hier mal runter, wo es ein bisschen weniger Bäume gibt. Ist oben. Ich sehe einen Scharfschützen. Ziel gesichtet. Ich sehe einen Haufen Sicarios. Direkt am Reifenstapel. Ja, dass sie Reifenstapel haben, das wissen wir mittlerweile schon. Ein Scharfschütze. Zwei Sicarios. Neben der Kirche. Der Scharfschütze hat den Hubschrauber nicht kommen sehen hier. Nein, nicht das Gewehr. Oh, Kacke. Aha. Na gut, dann probieren wir mal die Waffe. Ich gehe in Position. Ziel markiert. Greife Tango-san, hab ihn. Da ist ein Sicario mit einer bei der Kirche.
Ah, ich hätte ihn ja gern erledigt, aber... Nee. Da sind noch so viele andere wahrscheinlich. Da steht, da läuft noch einer. Zwei natürlich, war ja klar. Na, der scheint doch wieder unterirdisch zu sein, oder was? Es sind 10 Ziele. Feind markiert. Ein Mörser. War ja klar. Feind gesichtet. Verstanden. Unterwegs. Ziel erfasst. Ein Drecksack weniger. Karre ist alarmgesichert. Oh, das Lied nervt langsam, ey. Ich sehe einen Scharfschützen. 15 Hombres. Geh in Position. Suche eine gute Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Roger, Ziel erfasst. Ziel eliminiert. Das ist ja noch ein Scharfschütze. Der hätte auch mal erledigen können. Ja, ist egal. Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das für ein Grundstück hier? Das Licht können wir nicht gebrauchen. Tja, wie gehen wir jetzt hier vor? Scheiße, die zwei hätten wir erledigen können, wo sie da hinten waren. Na, hier sind ja bloß 1, 2, 3, 4. Wenn ich einen wenigstens sehen könnte von hier. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich gehe in Position. Ich brauche eine bessere Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ah, jetzt haut der auch ab. Also, dann hat sich das schon erledigt. Nee. Ich glaube, wir müssen wohl doch runtergehen. Und das von unten ein bisschen erledigen. Wir haben einen Narko. Wo hast du sie? Vor der Kirche. Steht der hier so ganz allein mit? Komm, komm, weiter. Dann macht er nicht das Schwein. Ach, Kacke. Wenn ich wüsste, ob ich den erledigen kann.
will nämlich keinen Alarm auslösen. Da sind noch Gefangene. Ach. Ich greife an. Oh, shit, man. Fuck. Bereit machen. Feuer. Verstanden. Ach, verdammte Scheiße. Entschuldigung, dass ich so mecke. Mann, ey. Ey, wie kommt der denn hier rüber und ich nicht? Na toll. Deck alles hin. Hier drüben! Komm her, zeig dich. Ich hab eine andere daneben. Hm? Was ist denn hinter uns? Hinter uns. Shit, Mann am Boden! Scheiße! Ja toll, hier sind wir. Einer lebt bloß noch. Ach du Scheiße. Bleib da, ich komm zu dir. Hörst du mich? Ich bin gleich da. Danke. Ich hab dich, halt einfach durch. So eine Scheiße. Geh in Position. Die Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? Ein Drecksack weniger. Ich sehe das Ziel. Da ist noch ein Tango. Verluste, reißt euch zusammen. Wir haben keine Sorge. Ich bin unterwegs. Mann, das merke ich morgen. Wenn du zielen könntest, hätt's mich nicht erwischt. Hier ist eine Waffenkiste. Markiere Feind. Das war ja schon wieder mal. Irgendwo zu finden. Lasatera soll ihm geholfen haben, sie zu schreiben. Die Vermischung von Religion und Drogenhandel macht mich echt fertig. Aber es ist clever. Glaube verleiht den Menschen Willen. Und lässt sie manchmal völlig bekloppte Sachen machen, nur weil Dienstag ist. Findet das Scheißding einfach. Das war's. Hauen wir ab. Gute Arbeit. Santera und Suenio werden echt stinkig sein wegen der Liebe. Ja, das werden sie wohl. Licht hier, haben die ihre Stromrechnung nicht bezahlt. So, dann haben wir fix das, den Orden geholt. Das hat man ja so kaum gesehen. Wir haben Verluste. Brüder und Schwestern. Por favor! No más! Nicht mehr! Ave Maria, bitte lassen Sie mich, por favor! Ganz ruhig! Bleib mal ganz ruhig!
Llevamos días sin comer, abre esa puerta y Dios se lo pagará. Was ist das denn? Ein Schwein! Ist ja geil! Na komm, Schweinchen, komm ab! Haben Verluste! So, dann haben wir hier alles befreit. Dann noch schnell oben den. Warte euch mal, meine Jungs brauchen Hilfe. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hä, kann ich nicht gucken? Warte, jetzt ist es wieder unten? Ach da. Hier sind Details zu einem Kartellversorgungsheli. Wir müssen ihn nur kapern und den Rebellen zukommen lassen. Einfach, oder? Ach Quatsch. Ich habe kein Ziel. Ich fahre. Geh, ich komme hinterher. Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Bereit? Feuer frei. Feuer! Verstanden. Feind am Boden. Okay, dort ging ja mal ein Fix. Okay, müssen wir wahrscheinlich doch runterfahren. Geh, hey, ich komm nach. Okay, mach das. Okay, das ist natürlich eine Scheißstraße, die ich jetzt hier gewählt habe. Okay. Alles klar. Gut, dann hätte ich auch gleich zu Fuß gehen können. Naja. So, hier noch schnell die Informationen geholt. Da oben. Wenigstens steht hier ein Hubschrauber. Können wir damit nachher gleich losdüsen wieder. Mensch, wo geht denn das hier hoch? Da ist eine Treppe. Sag mal. Hier lang, meine Güte, die haben aber auch paar verwinkelte Bauten hier. Gott. Ich habe Informationen über Esteban Ibarra, der für das Kartell Kontakt zu Las Santeras Kult hält. Er war so eine Art Lehrer, aber jetzt ist er Santeras Berater. Er hält regelmäßig Reden hier in der Gegend. Vielleicht sollten wir ihn besuchen. Das machen wir doch glatt. Na, okay, die lassen wir noch raus hier. So, einmal das Grüne da hinten noch. Oh, wo haben wir denn da wieder versteckt jetzt?
kurz Strom sparen. Jo, aber ich würde trotzdem sagen, das reicht jetzt erstmal, damit ich dann wieder was zum Produzieren habe. Als nächstes, wieso müssen wir jetzt dahin gucken? Nö, da will ich noch nicht hin. Nee. Wir werden uns dann wahrscheinlich, ich werde mal, wenn ich alleine spiele, also ne, alleine und so, dann werde ich mal die ganzen Informationen hier abholen. Ich denke mal, dass wir hier noch, oder wir müssen doch erst darüber. Das kann natürlich sein. Ein respektierter Cocalero namens Chavez will die Einheimischen gegen Madre Coca aufwiegeln. Wir müssen ihn um jeden Preis am Leben halten. Wir werden erstmal hier irgendwo uns noch... Ach, da ist der Aus... Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, aber wie dem auch sei, ich werde jetzt die Aufnahme so beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr wieder wollt. Haut rein. Tschüss.